Scheiß Flugratten. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Und nicht? Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Komplett. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay, dann halt nicht. Puh. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Nichts von Interesse. Oh. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Geschlossen. Okay. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Nö. Nichts für mich drin. Hm. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Ach, alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey! Willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Ich sag dir, er tut mir leid. Nicht, dass ich ihm helfen will. Okay. Ich wünschte, ich würde in Scranton wohnen. Das Schild kann ich nicht mitnehmen. Come on. Threepwood Street Station. Im Ernst? Das Schild nehme ich nicht mit. Warum nicht? Shit, er ist defekt. Defekt. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Natürlich. Totenkopf-T-Shirt, Dynamit, glaube ich, oder Böller? 3D-Brille? Nichts von Interesse. Komm schon. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Ja, echt mal, ey. Das nehme ich nicht mit. Ja. Gameboy? Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Oh, okay. Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Möglich. Das ist am Tisch festgemacht. Das ist der Hörer, an seinem angestammten Platz. Oh. Nichts Neues, okay. Kalender. Mr. Kong als Bösewicht. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Ich komme nicht ran. Brauche ich aber eh nicht. Okay. Ich habe immer noch kein Ticket. Ich habe immer noch kein Ticket. Egal. Die kenne ich nicht. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Okay. Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Huh. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Dehnübungen. Naja, nichts. Okay, reden wir mal mit Betty. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Ja? Erst mal sehen, ob ich genug Geld habe. Alles klar. Danke, Matt. Jetzt habe ich etwas Kohle. Und dein Ehering. Oh yeah. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Kuh. Scheiße, Entschuldigung. Könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Oh, großer Gott, ein Ticket, ein Ticket, ein Ticket! Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran, Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Ah, Spitz, es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Was will sie von uns? Entschuldigung,
Wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. Schön Ding. So wollen Sie also spielen, ja? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein. Denken Sie nicht an diesen Namen. Streichen Sie das. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Alter! Oh Gott, töte mich hier und jetzt. Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht. Fängt mit I an. Inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Inkompetent. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh, 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Hä? Was? 5 waagerecht Kuh? Was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Alles klar. Wenn wir noch ein Intercom. Das muss für Notfälle sein. Ah, da klingelt das Telefon. Von ihr. Notruf. Gibt es einen Notfall? Kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Sehr witzig. Wiederhören. Das muss für... U-Bahn-Not... Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meereshexe aus Die kleine Meerjungfrau aussehen? Nein, aber gut zu wissen. Sayonara. Alles klar. Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Tut mir leid, ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn da alles voll Blut ist, machen Sie es doch bitte sauber, bevor Sie weggehen. Was ist denn mit ihr? Eine Antwortmöglichkeit haben wir noch. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Not... Eine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was. Ich weiß nicht, wer du bist, aber verpiss dich. Alles klar, Alter. Sie rastet halt komplett aus. Okay, wir müssen jetzt erstmal... Moment. Erstmal mit dem Rasier... Mit der Rasierklinge... Na den Deckel bitte. Der Tube entfernen. Den Hörer runterschmeißen. Und Kleber auf dieses Telefon packen. Jetzt warten. Packt sie den Hörer nämlich drauf, genau. Wir können anrufen. Und sie versucht, den Hörer abzunehmen. Aber sie schafft es nicht. Wir klauen schnell den Edding. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. So, und jetzt rüber. Oh, unlucky. Fuck. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Jo. Naja... Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Das ist die Schuld der Alten. Ah, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Ach, kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Betty. Ja. Jetzt kenne ich deinen Namen, meine Liebe.
Ah, Betsy. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Doch, tut es. Du gehst hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Oh. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Murray. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Ah. Das ist der Ausgang. Aber da komme ich jetzt nicht raus. Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Ich bin ziemlich ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Kann also noch eine Weile dauern. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Arsch. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? What? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Die interessieren mich nicht. Okay, dann nicht. Die braucht man zum Grillen. Ja, mitnehmen. Die nehme ich lieber nicht mit. Oh. Könnte gefährlich sein. Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Sitzt richtig fest. Verdammt. Ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Sie sind bereits hier. Nein! Hey, Mini Murray, du gehörst jetzt mir. Ah. Gelockerter Bolzen, allerdings fehlt uns noch ein wenig Öl. Mal sehen, was passiert. Jetzt ist er eingeölt und wir können den Bolzen rausziehen. Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Hä? Gut geölt. Sollte sich jetzt eigentlich lösen lassen. Der Globus wackelt. Und los geht's. Okay. Wir müssen warten, bis der Bildschirm aufhört zu wackeln. Alles klar. Uh-oh. Upsi. Oh, na toll. Verschwinde hier, Junge. Okay. Armer Kleiner. Er ist völlig fertig. Ich hab sein Büro total zerlegt. Ich glaubte, er ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Ich schau gern Leuten bei der Arbeit zu. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Alter. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Danke! Yes! Randall wins. Endlich! Können wir jetzt mit der U-Bahn fahren? Report Station, Randalls Wohnung, Amazon Express. Amazon. Really? Versuche mit jedem zu reden. Manchmal ist ein Charakter, der vorher keine Hilfe war, der Schlüssel zum nächsten Rätsel. Gut zu wissen, danke. Wir sind da. Verkehrskegel. Ein Verkehrshütchen. Dann kann man vielleicht auch zweckentfremden. Nehmen wir mit. Er sieht irgendwie weggetreten aus. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay. Bank. Scheiß Bank. Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Ein Konto? Ist ja eklig. Ein Geldautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, wäre schon geil, aber nein. Okay. Eine Koala-Convention in der Dr. Fred Edison Street. Hey, da wohnt Matt. Oh, cool.
Passe. Oh. Ich glaube, da ist was drin. Oh. Mal sehen, was hinter der geheimnisvollen Schachtel 3 zu finden ist. Oh. Eine eklige, vergammelte Zitrone. Na super. Ja, lecker. Okay, da gehen wir gleich rein. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Ja, geh doch einmal runter. Nein. Okay, dann nicht. Ein Gullideckel. Ja, mitnehmen. Was? Das Scheißding sieht echt schwer aus. Ich lass das mal lieber. Ach, Mano. Wenn da nicht so ein kleines Loch oben drin wäre, wäre es unmöglich, den Gullideckel hochzuheben. Ich werde kein einziges meiner Körperteile in das Loch da stecken. Warum denn nicht? Leute, seht euch das an. Das Portal-Logo. Das verdammte Portal-Logo. Cool. Amazon Express. Ah, ich glaube, hier arbeite ich. Oh. Ich nehme das blöde Schild nicht mit, okay? Okay. Man kann von hier ins Büro schauen. Ich will das Schaufenster nicht einschlagen. Okay. Good morning, Vietnam! Hallo! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? War das Sarkasmus? War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Sorry. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Ist nicht unsere Schuld. Jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Hören Sie, wenn Sie noch ein klein wenig mehr von dieser Geduld opfern würden, würde ich Sie angenehm überraschen. Oh, übrigens, bitte schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat mich bereits angebrüllt und ich habe einen Mordskater. Ah, das erinnert mich an was. Ich brauche einen Vorschuss. Was? Sehen Sie? Überraschung. Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe? Aber natürlich. Natürlich. Ich bin ein guter Angestellter. Wenn du das wärst, wärst du um 9 hier gewesen, um den Laden aufzumachen. Gottverdammt, Hicks, das ist der einzige Schlüssel. Es ist mein Schlüssel. Und ich habe ihn dir anvertraut, obwohl du ständig Bürosachen geklaut hast. Das liegt daran, dass ich an Kleptomanie leide. Und ganz ehrlich, das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Es ist eine Krankheit und es ist sehr unhöflich, dass Sie das ansprechen. Ach, halt die Klappe! Mein Gott, halt einfach die Klappe! Und her mit dem Schlüssel! Ich fange gerade erst an. Ja, der also, Schlüssel. Ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie, da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel.
Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hex. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab ihm doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. No. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Gute Frage. Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Ich erwarte eine Entschuldigung. Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Wir haben so viel gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Jetzt wird rein, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Genau. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer.